Hallo ihr Lieben, es ist, was haben wir jetzt, 20 vor 3, Dienstag. Ja, ich war schon bei Physio, habe noch minimal, aber ich habe jetzt die Preise erstmal gesehen, ich warte, bis es ein bisschen günstiger ist, musste tanken, habe jetzt nur ein paar Liter getankt, damit ich erstmal die nächsten Tage fahren kann. Ja, hier das letzte Stück Pizza von gestern. Die war sowas von bombastisch, aber richtig lecker geworden. Also ich habe gestern Abend zwar nicht so viel essen können, ich habe nur ein Stückchen gegessen, weil ja, mir ging es ja gestern nicht so gut. Aber ich habe mir gerade jetzt ein Stück warm gemacht, oder eben zum Mittagessen vorhin. Auch aufgewärmt immer noch, war super lecker. Also nachmachen empfohlen. Ja, ich sitze jetzt hier, ich habe gerade telefoniert mit UKE, mit der Abteilung für Humangenetik. Die haben gestern angerufen, ich habe es aber nicht mitbekommen. Mein Handy ist immer auf lautlos. Ne? Und dann kriege ich es nicht mit und dann hat sie aber eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ja, dann habe ich heute zurückgerufen. Oh, die Post ist vorbeigefahren. Leerer Briefkasten ist immer noch der beste Briefkasten. Ne? Wo war ich stehen geblieben? Ach so, da. Genetisch gesehen, also die haben ja nur 4 von diesen 22.000, wie heißen die, Allelen oder, keine Ahnung, untersucht und die jetzt relevant waren, genetisch finden sie da jetzt nichts. Zum Glück, sage ich mal so, denn wenn ich jetzt irgendwas Genetisches hätte in die Richtung mit Bauchspeicheldrüse, hätte ich ja meinen Kindern das vererben können. Das will man ja auch nicht. Es ist noch nicht ausgeschlossen, aber das, was sie jetzt untersucht haben, zeigt nicht auf eine genetische Geschichte. Und auch sonst, die haben ja gesagt, wenn die irgendwas anderes finden sollten, musste ich ja extra unterschreiben, ob ich das dann erfahren möchte oder nicht. Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Nichts. Also, die haben da nichts Gravierendes irgendwie groß gefunden. Bin froh drum. Ich sage, ja, dann bin ich jetzt fit wie ein Turnschuh und soll mich nicht so anstellen. Nein, das ist nicht gesagt. Das ist nur eben, dass es nicht genetisch bedingt ist. Dass sie krank sind, das zeigen ja die Blutwerte und immer wieder die Schmerzen und Schübe und alles andere auch halt, ne? Dann wird jetzt einfach weiter wohl in Richtung Autoimmun doch noch geguckt. Aber meine Ärztin, die da jetzt in der Ambulanz, ne, für mich zuständig ist, die hat sich noch nicht gemeldet. Die kriegt heute oder morgen den... Ach, der Stuhl, der macht mich noch kirre. Die kriegt heute oder morgen den Bericht, ne, darüber, weil die hat mich ja dahin geschickt. Und ich hoffe, dass sie sich dann endlich meldet. Denn ich habe letzte Woche, vor 10 Tagen, 12 Tagen, ihr eine E-Mail geschickt. Ne, als ich da bei meinem Hausarzt war und der meinte ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ne? Wegen eben Schuppenflechte und vor allem Gelenke, ohne irgendwie Einverständnis aus Hamburg kann er mir jetzt nicht irgendwelche, ja, Mittel verschreiben. So sieht's aus. Auf jeden Fall gucken wir, ich hoffe jetzt, dass es demnächst was passiert, dass einer sich meldet. Und ich muss gleich nochmal telefonieren, die machen gleich auf. Ja, ich komme wohl nicht drum herum, zum Hautarzt gehen zu müssen. Ne? Also ihr seht, ne? Der Fleck wird immer größer, der hier auch. Ja, solange die Dinger sich woanders aufhalten, ne? Wie jetzt hier, wird aber auch immer schlimmer. Oder Beine, das ist mir eigentlich egal. Aber wenn es dann fängt, im Gesicht sich breit zu machen, ne? Dann hört der Spaß auf und da muss ich irgendwas machen und ich habe nichts. Ich war ja jetzt mit Cortison die letzten paar Jahre, was das angeht, erscheinungsfrei oder fast. Und deswegen, ja, muss ich jetzt gucken, dass mein Hausarzt mir irgendwelche Salben oder sowas verschreibt. Und dafür muss ich hin. Und der ist in Lüneburg. Mal gucken, wie schnell ich da Termin kriege. Das ist, ja, ihr habt ja mitbekommen, der Termin beim Rheumatologen ist erst im August. Genau.
Ja, ihr Lieben, ich mache jetzt ein bisschen Haushalt. Ich warte jetzt eigentlich auf meine Tochter, die hat Fahrstunde. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Wir warten da eigentlich auch nur noch auf einen Termin zur Fahrprüfung. Und der Fahrlehrer bekommt keinen. Es gibt kaum Termine. Also der bestellt immer oder fordert immer jeden Monat so 6, 7 Termine an, weil eben so viele, ich überlege, also wie viele Kinder jetzt in Isabels Alter aus ihrer Klasse von früher und so hier wohnen und jetzt auch alle Führerschein machen wollen. Klar, ne? Also da sind bestimmt 5, 6 Leute im Monat auf jeden Fall. Der bekommt aber nur 1 oder 2. Isabel wäre eigentlich schon längst fertig. Jetzt muss der aber zwischendurch immer wieder mal eine Fahrstunde machen, um einfach in, ich sag mal, in Übung zu bleiben, damit bis die irgendwann mal endlich die Prüfung ablegen kann. Ne? Jetzt wurde die wieder abgeholt. Ab heute ist ja ihr neues Leben angefangen. Frei von der Schule, gibt es keine Schule mehr. Nur noch nächstes Jahr, aber das ist dann was anderes. Das ist dann ja Berufsschule, Ergotherapieschule. Ne? Aber ab heute ist sie keine Schülerin mehr. Die freut sich tierisch. Ich bin, die hat aber noch nicht, ich dachte eigentlich, die wird als erstes die ganzen Schulsachen verbrennen. Hat sie noch nicht gemacht. Ja, warum ich jetzt auf sie warte? Ich möchte zu Lidl vielleicht mal gucken. Denn ihr habt ja gesehen, gestern habe ich Hosen für Rafi bestellt. Die werden wir auch gucken und ne, anprobieren. Aber die hier kosten nur, ich glaube, 5,99 €. Habe ich jetzt nicht den Preis mit drauf, die kurzen. Da wollte ich mal gucken, ob überhaupt noch welche da sind. Die ist ja seit gestern das Angebot. Und für ihn auch noch für so für zu Hause. Das sind ja so Jogginghosen kurz, ne? So 1 oder 2 noch holen, weil er wirklich, der Kerl, die Hosen, die platzen bald alle. Der ist so groß geworden, der ist so auf in die Höhe gegangen. Ne, also im Vergleich zu letztem Jahr, ich glaube, der ist mir so ein Stück mindestens gewachsen. Das ist dann klar, dass bei einer Körpergröße von über 1,75 Hosen in Größe 164 nicht mehr wirklich passen. Ne? Ja, und dann dachte ich mir, ich flitze dann kurz zu Lidl. Mal gucken, ob Isabel was braucht noch. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, egal was heute noch alles passiert. Ich muss auf jeden Fall Haushalt erledigen. Ich habe gestern, ja, mir ging es gestern wirklich ziemlich bäh irgendwie. Nicht viel geschafft. Jetzt läuft schon die Waschmaschine. Achso, ich wollte mal auch noch was. Mein Leid klagen. Wisst ihr, was das ist? Das ist von diesem, mit diesem Becher und Messer, von dem Stabmixer, dieses Blenderteil oder wie auch immer das, ne, zerkleinerer, den kann ich in die Tonne klopfen. Weil der gehört nicht in den Geschirrspüler und ich habe nicht aufgepasst, keine Ahnung, wer gestern Abend den Geschirrspüler eingeräumt hat und der hat das mit reingeschmissen. Hört ihr? Und man sieht auch, ne? Das Ding ist jetzt voll mit Wasser und das Wasser kriegt man da nicht raus, weil man dieses Teil nicht aufschrauben kann. Das ist aus einem Teil gegossen. Ich werde nass. Ja. Jetzt kann ich das vergessen, weil das läuft da von alleine nicht raus und das wird dann gammelig. Mann! Muss ich gucken, ob ich irgendwo so ein Teil noch günstiger abgreifen kann. Auf jeden Fall dieses hier, das ist ja von meinem Bosch-Stabmixer. Kann ich jetzt vergessen. Oder habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich das rauskriege, das Wasser, oder und dass es dann jetzt sauber wird da drin, damit ich das weiter benutzen kann. Ja, das war jetzt mal das. Okay, ich lege hier weiterhin los. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Zu tun ist echt viel. Ich muss nur entscheiden, womit ich anfange. Ne? So, ihr Lieben, Isabel ist da. So besser. Ich habe mich jetzt dumm gezogen. So sehe ich aus. Diese Hose. Und wir fahren kurz zu Lidl und minimal muss ich noch was bei Aldi gucken. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns nachher wieder. Ich habe schon so einen groben Plan, was ich zum Essen mache nachher. Aber Lidl, Aldi, da brauche ich jetzt nicht so lange. Wir sind gleich wieder da.
So, ihr Lieben, wir sind wieder da, schon länger eigentlich, auch schon alles längst weggeräumt, den Hall abgedreht, das kriegt ihr extra. Und jetzt mache ich Essen. Also die Kartoffeln stehen sogar schon und kochen. Den leckeren Salat hat Isabel gerade geschnitten. Hier sind auch Paprika und alles, also nicht nur Salat, aber auch eben Salat aus dem Garten. Ich liebe es. Und ich mache jetzt noch Fisch, genau da ist er, und eine Joghurt-Kräutersoße. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Also mir kommt heute nicht, also Haushalt und so weiter, habe ich alles so nebenbei schon erledigt, einiges. Machen wir mal nächstes Mal, vielleicht morgen, mal gucken. Aber auf jeden Fall, heute wird nur ein bisschen noch gekocht. Ja, Fisch. Ich habe hier Zander mit Haut aufgetaut. Und ich habe den, man kann es sehen, mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitronensaft jetzt so ein Stündchen so stehen lassen. Ich habe jetzt die Pfanne angemacht und gebe da ein bisschen Öl rein. Und hier habe ich Grieß. Also ganz normal, wo habe ich das jetzt hingestellt? Habe ich schon oft gezeigt, aus dem russischen Laden. Gibt es natürlich auch in deutschen Geschäften, nur nicht in so einem praktischen Behälter. Weizengrieß und da gebe ich tatsächlich ein bisschen was von Knoblauchpulver rein. Ich liebe sowas. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Mehr brauchen wir da jetzt nicht. Vermische ich jetzt einfach mal miteinander. Und das ist eigentlich die Panade. Mehr brauche ich da nicht. Also das ist jetzt das Einzige. Dann werde ich einfach mal den Fisch ganz leicht panieren. Und wenn das Öl heiß ist, wandert das mit der Hautseite zuerst nach unten, ne, so rum, in die Pfanne. Und wird von beiden Seiten gut kurz angebraten. Fisch braucht ja nicht lange. Deswegen habe ich jetzt gewartet, bis die Kartoffeln schon richtig kochen, bevor ich das alles hier anfange, ne? Also, sonst müssen wir dann warten auf die Kartoffeln. Das will ich ja nicht. So. Für Rafi, der mag ja keinen richtigen Fisch, sagt er, ne? So am Stück. Mache ich gleich noch. Ein paar habe ich da noch gehabt, der hier eingefrorene. Vierkantforellen, genau. Also ich habe mich vorhin zum Einkaufen umgezogen, nicht wundern. Ne? Und ich mache Soße. Obwohl, erstmal Fisch. Ja, hier stehen die Kartoffeln schon. Und jetzt den Fisch in die Pfanne, ne? Wie ich schon gesagt habe, mit der Hautseite zuerst. Ja, das eine Stück, das lange Stück, muss ich nachher noch, wenn die anderen fertig sind. Und ich mache Soße. Hoppala. Und zwar wird das eine Joghurtsoße sein. Ich habe hier jetzt ein kleinen Töpfchen und da brauche ich erstmal ein bisschen Butter rein. Oh, die ist noch zu. Okay, nehme ich eine andere. Moment. Genau, hier habe ich jetzt eine andere Butter, die ich schon auf. Ich nehme jetzt einmal so ein Esslöffel ungefähr Butter und mache schon mal an. Bei dem Fisch mache ich ein bisschen runter drin. Und dann geben wir einfach mal ein, zwei Esslöffel, wenn das jetzt anfängt hier zu schmelzen, Mehl. Das ist dann die Mehlschwitze. So, die Butter fängt an zu schmelzen, deswegen kann ich jetzt schon ein, zwei Esslöffel Mehl reingeben. Das die Bindung und die ganze Zeit dann gut rühren. Das ist wichtig. Ich nehme so ein Teil zum Festhalten. Ach, falsch. Die ganze Zeit rühren nicht vergessen. Und dann kommt sowas rein. Ne? Und jetzt Milch, Sahne, Rama, egal was. Ich nehme jetzt Milch.
gebe ich nach und nach rein und rühre weiter, damit wir einfach so eine Art Soße kriegen. Aufpassen, ne, die Klümpchen gut wegmachen. Ja, jede Flüssigkeit, die ihr haben wollt. Brühe, wie gesagt, ich habe jetzt hier Milch. Man kann, ja, Kleckern natürlich nicht vergessen. Und aufkochen lassen. Das ist sehr wichtig. Langsam aufkochen lassen. Zwischendurch gucken, was der Fisch macht. Wir brauchen noch ein bisschen von der einen Seite. Ja, das ist jetzt die Basis erstmal. Und dann habe ich hier Joghurt. Wenn ich jetzt den aufkriegen würde, genau. Dann habe ich hier halt einfach einen Joghurt. Ich möchte ja Joghurtsoße machen. Den gebe ich jetzt einfach mal einen kleinen Becher. Das sind ja 150 Milliliter Joghurt rein. Und weiter rühren. Und ich möchte noch ein bisschen was von diesem Creme Leicht. Man kann die nehmen oder die andere Variante mit den Kräutern. Ich habe jetzt die ohne Kräuter. Einen Esslöffel rein. Weiter rühren. Dann brauchen wir natürlich Salz und Pfeffer. Man kann auch ein bisschen Knoblauch reingeben, nur ein bisschen. Und weiter rühren und gucken, wenn es zu dick flüssig wird, kann man Flüssigkeit natürlich zugeben, ne? Also dünner machen. Und jetzt der Fisch. Den einfach nur umdrehen. Ich habe gerade im Garten eingekauft und schon alles geschnitten. Ich habe jetzt hier ein bisschen Schnittlauch. Zack, ab in die Soße rein. Also frischer Schnittlauch aus dem Garten. Ein bisschen Petersilie auch rein. Zack. Das ist eine Kräutersoße. Und Dill. Das muss unbedingt auch rein. Das ist mir, ja, wie ihr wisst, ich liebe Dill. Und die Soße wird zu dickflüssig. Ich hole mal ganz kurz noch Rama. So, eher gesagt, keine Rama, sondern ich habe ja diese von Oliven immer, ne? Oder Algen. Ja, das ist jetzt die Soße. Auf jeden Fall brauchen wir noch Zitronensaft. Ein bisschen. Und jetzt probiere ich mal, ob genug Salz und Pfeffer. Mmh. Das schmeckt lecker. Aber es wird, glaube ich, immer noch nicht so dick flüssig sein. Auf jeden Fall brauche ich noch ein bisschen Salz. Noch ein bisschen Zitrone. Ja, und jetzt lasse ich die einfach mal kochen. Ein paar Minütchen kochen und dann ist die Soße auch fertig. Und wenn die jetzt noch fester, also noch dicker wird, gebe ich noch vielleicht ein bisschen Joghurt rein oder eben diese Cremosano. Super lecker und durch die Kräuter auch wirklich sehr, sehr frisch. Und ich habe ja Halbfettbutter genommen und also die ist gar nicht so gehaltvoll, weil ich ja auch keine Sahne oder sowas verwendet habe. So, Deckel drauf, den Herd runter und kurz blubbern lassen. So, ihr Lieben, fertig. So sieht das aus. Das ist jetzt die schöne leckere Soße und der Fisch. Ja, ihr Lieben, mehr passiert heute nicht. Ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung. Fisch, Kartoffeln, Soße, Salat. Ja, ich werde jetzt die Familie rufen. Die haben alle Hunger und wir werden essen. Ja, und dann setze ich mich an den Computer und bearbeite für euch dieses Video und das andere, den Haul. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, wer mag. Und wir sehen uns ganz bald wieder.
Tschüss, ihr Lieben.